So, Leute, zurück zu Let's Play Iron Harvest. Wir haben das letzte Mal versucht, unseren Vater mit Anna zu retten, allerdings, wir kamen zu spät. Und jetzt sind wir auf der Suche nach Annas Partner anscheinend, der, beziehungsweise unser Onkel hat uns gerettet. Wir haben den Colonel, den bösen Boss da, in einer epischen Schlacht beim letzten Mal bekämpft und unser Onkel kam zu Hilfe und wir sind jetzt mit unserem Onkel nach... Ich weiß schon gar nicht mehr, wie der hieß, der Ort hieß, Cologne oder so. Und ja, da soll der Partner von unserem Vater sein, von dem wir vielleicht Antworten erhalten, warum und was unser Vater früher gemacht hat, warum die Russen so vernarrt in ihn waren und ihn unbedingt haben wollten und so weiter und so fort. Dementsprechend sind wir mit unserem Onkel mit, weil der wollte auch dorthin und ja, ab geht's zum Zugüberfall. Lech, das ist unser Onkel, und Anna versuchen einen Zug aus einer sowjetischen Basis zu stehen. Ein Schritt eines waghalsigen Plans. Die Militärblockade von Kolno zum Gehen und den Bürgern zu helfen. Destroy the enemy. Das sind Challenges. The enemy train. Die haben auch einen Train? Okay. Ein Sekundärzug. Gibt es finished mission within 40. Ich hoffe mal, das ist weniger als 40 Minuten. Own all resource points on the map. Oh, vielleicht haben wir diesmal auch jetzt das mit Ressourcen, weil das mit Ressourcen, so ein Wirtschaftssystem, haben wir noch gar nicht kennengelernt bisher. Wir haben bloß einfach stupide gekämpft. In der letzten Mission hatten wir ein bisschen Ressourcen und die haben dann zum Reparieren getaugt, aber sonst eigentlich nicht. Ich bin gespannt. Show me what you have, Game. Also, bisher finde ich das Spiel, ich bin noch hin und her gerissen. Eigentlich finde ich das super. Die Story ist mal was Neues, was Frisches, das Szenario ist mal komplett was Neues und auch so, aber... Ich muss zugeben, ich bin nicht so der Freund von diesen Mechs und sowas. Ah, ich bin kein Fan. Mir fehlt die Magie und die Untoten und sowas. Mir fehlt einfach der Fantasy-Teil tatsächlich. Aber klar, Iron Harvest ist eher so ein alternative Zweiter Weltkrieg oder sowas. Ja, ja. Schauen wir mal. Why are we looking at railways instead of going to Kolno? Breaking the blockade is only half the plan. We want to help the citizens too. Bring them supplies. Here, what do you see? Rusviet soldiers, some of them on patrol. A freight train, oil pumps, iron mines. That train supplies the Rusviet troops surrounding Kolno, usually. This time we will take it and bring our fellow Polanians what they need most. Hope. We break into a Rusviet base and steal their train? The stuff of legends. All right. This is going to be a tough one. The train depot is heavily guarded. We need to train an army. Oh. I want a base right here. And I want resources. Lots of them. Let's get to it. Oh, jetzt bin ich gespannt. Wie funktioniert das? New primary objective received. Errichte eine Basis. Yes, jetzt kommt der Strategieteil. Oder der Aufbauteil. Wähle einen Pionier aus, wähle dann seine Fähigkeit, Gebäude bauen aus und dann das Gebäude zu bauen. Also. Need something done? Okay. Wir haben Ressourcen. Ein Hauptquartier. Was ist das da? Eisenvorrat, Ölvorrat. Achso, wir können hier anscheinend. Können wir hier nichts produzieren? Ja, gut, machen wir erstmal ein Hauptquartier. It won't build itself. Bin mal gespannt. So, Ressourcen. Um deine Streitmacht auszubauen, brauchst du Eisen und Öl. Wähle eine Infanterie und klicke rechts, um Ressourcenvorräte einzusammeln. You have orders? No point in leaving them for the enemy. You orders for us? Don't mind if we do. Oder nimm Eisenminen und Ölpumpen ein, indem du eine Infanterieeinheit und beim Ressourcenvorräte klickst. Ölpumpen. Ah, das ist eine Ölpumpe. Okay. Building finished. Ah ja, es gibt auch Produktionsgebäude, aber die muss man einnehmen. Yes? Follow us. So lange keine Gegner denn. Sind es Ach, die Gegner haben auch solche Punkte. Na, vielleicht sollten wir erst die Pumpe einnehmen. Okay, das sind. Ah ja. Okay, verstehe.
Okay, es ist ein Kampf um strategische Ressourcen in diesem Spiel, prinzipiell. Ah ja, ah ja. Na gut, dann ist es so. What's next? If we don't take it, someone else will. This pump is out. Aha. Die Pumpe ist eingenommen. Sehr gut. Don't mind if we do. Die Pumpe produziert jetzt. Wo kriegen wir das plus 14 Eisen? More sandbags to fill? We're sure to need it. Finders keepers. Okay. Wir sammeln einfach den Stuff hier ein und. The enemy's over here. Machen dann Stuff. What's the plan then? Wir können auch andere Sachen bauen, oder? Kaserne. Verstärkte Infanterie und Exoskelette werden da produziert. We can build that. Okay. Machen wir mal. How can I help? If we don't take it, someone else will. Ich will die Eisenmine haben, weil dann habe ich beide Ressourcen zumindest, die produziert werden. Uncle Lech is your real uncle. Yeah, but I hardly saw him or my brother during the war. I knew Yannick. He was a good man. New orders for us? We'll do it. Erstmal die ganzen Ressourcen einsammeln. Wir müssen einige Ressourcen einsammeln. Das ist das Primär. And they are not alone. Building finished. You name it, we'll build it. We'll be there in no time. I'm listening. I can do that. I see a bunch of them on my way. Looks like a safe spot. Okay, wir müssen kämpfen. Multiple enemies spotted. Uh-huh. Keep down! Leading the way! Das wird jetzt ein bisschen tricky hier. Let's go! No sitting around. Under fire. Pioniere, Schützen. Equipping rifles. New rally point. What is it? Follow us. Nein. Take them out. Im Kampf werden wir jetzt nicht geeignet. Rennt nicht zu den Gegnern. Oh, shit. Time to move. New recruits. Assembling grenadiers. So, kannst du das einnehmen? Dort oben haben wir. Da oben sind wir theoretisch auf verlorenen Posten. Aber nur, wenn wir nicht gemeinsam kämpfen. Die Frage ist, ob sie das einnehmen. Vielleicht in den Anfang. Ich hoffe, in den Anfangsmissionen noch. Das mit dem Rückzug klappt noch nicht. Ach so, die stehen nicht auf. Habe ich eine Granate? Ich habe keine Granate. Ich habe auch hier eine Menge. Oh. Ich habe ja auch einen Mac, den könnte ich eigentlich auch nutzen. What's next? So. Wir kriegen zumindest Stuff. Da drüben wäre noch mehr Eisen. Wir brauchen viel mehr Eisen. Let's go! Am I needed? Take me to the fight. Yes? Sehr schön. Da gibt's Get those grenades. Grenades sind wichtig. Da ist noch Öl. Öl brauchen wir gerade nicht. Wo habe ich meine hingeschickt? Just get us in throwing distance. Da. What is it? Time to get moving. So. Ich würde gerne noch die anderen Sachen bauen, die es hier gibt. Kaserne haben wir. Werkstatt. Max Quenter präpariert. Außenposten. Kann von Informanten, die dann rausschießen können, während sie sich vollständig in Deckung befindet. Make it strong, like the sons of Polonia. Sind so sozusagen Verteidigungstürme. Geil. What you need? You have orders? Euch brauche ich eigentlich nicht. Ich brauche die Grenadiere. Wir drei gehen jetzt mal darüber und gehen zur Eisenmine. Und holen uns auch die Eisenmine. Dann haben wir, glaube ich, genügend Ressourcen, um eine ordentliche Streitmacht aufzubauen. Die Gegner haben zwar mehr Ressourcen. Wir müssen ja Bunker bauen. We can cover the flanks. How did you know about the train? The Polonian government cooperates with the Rusvians and Saxonians. Fortunately, some within the government are still patriots. The rest will pay for their betrayal. Oh, okay. Nahkampf-Mech. Ey, das ist ein Affe, oder? Mechanischer Affe.
Ja, die haben es klug gemacht, die haben Cover genommen. Ja, genau, meine nehmen jetzt auch automatisch. Interessant, dass die automatisch Cover nehmen. Ich wollte gerade sagen, der macht auch sogar Bärengeräusche, aber nein, das ist ja mal der. Oder Tiergeräusche. Oh, das hat. Der hat ordentlich draufgehauen. Was kann der? Finally. I'll get there. Das war anstrengender als notwendig. Let's go. Aber dafür kriegen wir die Eisenmine. Und währenddessen. Oh ja, das mit Ressourcen geht ganz fix sogar. No such thing as too many defenses. Standing by. So, ein Infanterietrupp hier rein. Ihr könnt dann hier rausschießen. Und ihr holt euch mal das hier. Right. All better now. Und dann produzieren wir ein paar Mechs, weil Mechs sind irgendwie cooler als Infanterie. There can't be peace until all of Polania's enemies are obliterated. New defenses are ready. Secondary objective complete. We've secured the mine. How can I help? Nee, secured the mine. Passt schon. Es stehen so viele Ressourcen rum. Und es kommen keine Gegner anscheinend aktiv auf uns zu, wie es aussieht. Bis auf der eine Trupp gerade, aber sonst nichts. Ja gut, die Werkstatt werde ich auch gleich bauen und dann produzieren wir noch ein paar Mechs, weil wir haben ja gar nichts. Was ist das? Ach, da hätte ich auch Leute produzieren können. More volunteers? Hier kann ich bessere. Muss in Position gebracht und von werden. Okay. Wo sind denn hier? Ah, da. Die da. Arming Polanian Gunners. Standing by. New orders for us? Last man close you the name door. It, we'll build it. So, wir haben mehrere Pioniere. Das Hauptquartier produziert anscheinend auch Ressourcen. We've brought the anti-mech guns. Und zwar relativ häufig. What you need? Das ist gut. Better use cover. So, dann gehen wir mal zurück. Bauen noch eine wunderbare Werkstatt. Dann haben wir auch die ganzen Ziele erledigt. It won't build itself. Ja, gebäudetechnisch gibt es nicht sehr vieles. This would be a wonderful place for some fortifications. Panzerbrechende Minen. Ach je, kostet das auch Einheiten? Oh, jetzt. Genau, das habe ich ja noch gar nicht beobachtet. Wie wird denn hier gebaut? Ah ja, aus heiterem Himmel. Polen ist, glaube ich, katholisch oder hauptsächlich katholisch gewesen. Ja, Gottes Beistand. Warum höre ich da Mechs laufen von links? Weil da links ein Mech für den Gegner einen neuen Weg freimacht. Sehr schön. A unit has gained a rank. Real primary objective complete. Good work. Now build me the army I need to get these bastards out of my train depot. And for that we need more resources. You know this reason. Zu unterdrücken. Conquer more of those iron mines and oil pumps. Gerne. New primary objective received. Warte mal, gibt's pro, wenn ich so ein Teil baue, sandbags to fill? Erhöht sich dann. Erhöht sich dann die Anzahl meiner möglichen Leute, wenn ich so mehr Gebäude baue? Probieren wir es einfach mal. Du kann durch den Bau und Ausbau von Kasernen und Werkstätten sowie den Einsatz von Reserven erhöht werden. Ausbau? Ah. Ja, okay, die können doch upgegradet werden. Okay, gut zu wissen. Aber wir können durch mehr Kasernen und so eine Riesenarmee aufbauen. Das gefällt mir.
Nur die Produktion ist jetzt doch ein bisschen langsam, weil die Kosten. Why am I wasting time when I could be fighting? Weil wir eine Armee aufstellen, eine Riesenarmee. You're the best, Wojtek. Außer Building finished. Nein. Multiple enemies spotted. Oh. What's the plan then? Let's go for a stroll. Workshop reporting. Multiple enemy spot. Ja gut, okay, die Gegner sind aktiv und greifen mich auch mal an. No sitting around. Aber nicht der Rede wert. Nicht der Rede wert. Ich will mehr von denen. 4, 4. Ich kann noch 3 Max. Gibt's auch ein Angriffsbewegung. Auf dem Weg einfach alles niedermähen. Okay. Gefällt mir. Gefällt mir sehr. So, machen wir mal so einen. So einen Dude. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal los, weil das dauert jetzt so. Weitere Ressourcenpunkte einnehmen. Alle Gegner in dem Gebiet ein... Okay. Nimm den Zug ein. Ich soll doch den Gegner zu killen, oder? More volunteers? Ja. Calling in engineers. Machen wir einfach noch ein paar Ingenieure. Assembly area set. Und mit der ganzen Truppe dann los. Who's a good bear? Später kann ich noch einen Mech machen. Indem du auf bei der Fähigkeit Rückzug klickst, befiehlst du eine Einheit eher. Sanitätsschütze. Okay. Ah, okay. Rückzug. Orders? Wo gibt es? Bewegen Sie schnell als gewöhnlich. Du kannst ihnen keine neuen Befehle erteilen, ehe sie zieht dabei. Wo ist denn? Wo ist denn Rückzug? Ready. Einheit verstärken. Nahkampf, Angriffsbewegung, Punktangriff, Halt. Ja, wo finde ich Rückzug? Na, vielleicht später, wenn sie angeschlagen sind oder sowas. What's next? Oder gibt es hier einen Rückzug? Nein. Aber hier kann ich mal SRG und 1 drücken. Ah ja, dort unten habe ich jetzt SRG. Mach mal SRG 2. How can I help? Okay, das klappt, aber... My guns are ready. Ah ja? What you need? Ah ja, okay. Huh. Ich kann sie nur aufteilen, scheinbar. Interessant. Aber ich kann nicht machen hier zum Beispiel Max. Die Max will ich einzeln, aber ich will auch eine Taste für alle haben und so. I'm listening. Na gut, das geht nicht. Muss man wissen, muss man wissen. So, ich habe eine ordentliche Armee. Ich habe einige Anti... Doch, Anti habe ich auch. Anti-schwere Kämpfe. Oh, dann gehen wir darüber und rushen die von der anderen Seite. Die liegen da ein bisschen falsch rum. Enemy. Oh ja, das ist unser Ziel. Macht doch nicht alles kaputt, Leute. Spolonia. Every shot counts. Angriff. Rush the enemy. Ballern. Bis mein Attacke. Right. Attack Gorilla dort ist, geht er. On my way. Oh, Gegner. Hier könnt ihr gerne durch. Hier könnt ihr gerne da durchbrechen, genau. Automatischer Wachposten. So, mach die weg. Hau drauf, Affe. Hau drauf. Jo. Oh, da kommen Gegner. Now let's finish them.
So, concentrate fire. Ich glaube, ich habe einen Mech verloren. Warte, warte, warte. Ah, da kommt noch mehr. Da kommen auch gerade Gegner. Aber da haben wir eine Verteidigung. Und... Und wir haben gleich reinforced. Aber hier geht's ordentlich zur Sache. Tutorial. Bald maximale Armeegröße, okay. The enemy is targeting our defenses. Taking fire! Ich würde gerne die Mine nehmen. Ja genau, Bär, kümmere dich um die. Boah, da kommen immer mehr. Okay, Rückzug. Rückzug. I'd like to see Colonel Zubov's face when we roll into Kolno. Yes, sir. Alle wieder zurück. Das ist mir... Warum kommen da so viele Gegner? So uncool. We've got their attention now. How can I serve Polaris? Kann man das reparieren? Anything I can do? Maybe patrol the area? Multiple enemies spotted. Okay, das ist interessant. Unter 40 Minuten, aha, schön. No sitting around. Oh, das ist ja ein Gezerrige hier. More volunteers? Hier gibt es ja gar keine Vorteile, die man rausschlagen kann, so wirklich, finde ich. Hm. Need something done? Reparieren? It'll be good, hasn't you? What's the plan then? Reparieren? We'll have it fixed in Verstärken. No time. You have orders? Verstärken. Taking on more men. Just give us a tackle. Rehearse a finish. Just run! We are tired but alive. The team is back up. Ready for action. Taking all recruits. Standing by. Okay, heilen. Kann man daheim machen. Engineers ready to redeploy. Ready. Let's patch those holes. What is it? Ich kann sogar den Max einfach reparieren. Oh gut. I'm listening. Next try. Be there soon. Ich bin halt eher so ein Zerge. Ich nehme eine riesige Armee und dann greife ich an. Punkt. Da gibt's keine große Strategie normalerweise. Better use cover. So Warcraft-mäßig. Einfach eine riesige Armee und dann einfach Angriff in die Richtung. Wird schon passen. Be there soon. Enemy nearby. Wo? Was? Wo? Oh, tatsächlich. Da ist schon wieder ein Enemy. Can always use cover. Ein Mech. Ein Flammenwerfer-Mech. We found one. Steady. Ja, das ist gefährlich mit den. Bitte wegmachen. Der ist super strong. Nein, ich hab den falschen angeklickt für Rückzug. What? Zwei Einheiten spawnen da auf einmal? Eigentlich müssen alle wieder zurück. Weil alle schon wieder angeschlagen sind. Alle. Der Flammenwerfer-Dude, der hat so
we've lost the squad. Ja, das ist okay. Dann können wir einen Mech mehr machen. Strażnik preparing for battle. Ich bin mehr Fan von Mechs. Die sind trouble spotted. Leichter zu steuern und zu navigieren und alles, keine Ahnung. Boah. Okay, aber die sind halt dann schwach gegen die vermutlich. Gegen die, was mache ich gegen die? That was close. Das mit den Granaten zum Beispiel mache ich auch nicht. Engineers rallying here. Couldn't have run further if we wanted. Waiting for instructions. Wobei ohne diesen Flammenwerfer-Dude wäre das alles einfacher gewesen. Das ist halt der Hardcore. Ready for action. How about? Oh, surely we can do something. You name it, we'll genau. Build it. Taking on more men. I'm not done. Send me back. My guys are ready to move. Wieso kann ich euch nicht reparieren? Weil einer nicht reparierbar war. Was hat der nochmal für Fähigkeiten? Okay, ich schieße einmal auf Gegner in Sicht. Wobei das war komplizierter als es aussieht. So, wieder alle Truppen beisammen. Ein Mech mehr. Auf geht's. Nächster Try. Also, ich brauche ewig, um einen Punkt gescheit anzunehmen. Das ist super anstrengend. Das ist kein Spaß, den ich hier verspüre. Have you been in my uncle's army for long? Aye. 3 years. Best commander I've served under. And of course the only one who has the balls to do something about the Roosevelt occupation. This will be useful. Here we go! Come on, brothers! It didn't have to be this way. I can always use cover. Okay. Let's go! Jetzt, das nervt langsam. Die haben sich... Nee, das ist eine Werkstatt. Wollte gerade sagen, die haben sich... Mach das weg. Wie machen wir das weg? Ach, schon wieder ein Flammenwerfer-Dude. Focus the mech! Focus the mech! Okay, so. Kong strong! Oh, die Gegner gehen mir so auf den Geist. Und das ist so laut! Tatsächlich laut. Ich hab's mal leiser gemacht. Ich hoffe, das ist so besser. Weil es immer noch laut ist. Hm, die rennen zurück. Ach, der nächste. Ne, der will auch zurückrennen. Von den Rückenpanzerung. Der hat sich hochgehalten.
So, die Basis ist weg. Nein, oh, wobei doch. Speichern. Die Mine gehört uns auch bald. Aha. The enemy is targeting our defenses. Right. Ja, aber wir nehmen das Stuff von denen ein. All better now. A unit has become veteran. Das ist gut bisher. Okay. So. Our HQ is under attack. Was? Tatsächlich. Ja, toll, das ist auch super effizient, wie das hier läuft. Naja, die werden schon damit zurechtkommen. There can be peace until all of Polania's enemies are obliterated. Können wir? Danke. Basen zerstört. Nimm weitere Ressourcenpunkte ein. Nehmen wir noch den einen, dann haben wir auch dieses Secondary geschafft. Und dann zerstören wir noch die Basis im Osten und dann geht's zur Sache. You name it, we'll build it. Engineers do it better. Greift sie nicht an. Nicht angreifen. We've got company. Ja, aber man muss nicht jeden angreifen. Wobei die schon. Die kommt zu nah. Das macht ihr schon, oder? Multiple enemies spotted. Jawohl. Ach du Schande. Ach du Schande. Retreat! Nee, das da. Was? Die nehmen unsere Mine. Jetzt werden die noch aktiver, das ist ja noch lästiger. Ist ja auch ein Witz, ihr sollt zurück. Ja, es kamen halt immer mehr Gegner und so. Die können halt einfach sich. In der Basis kann man halt einfach wieder auffrischen, sobald man Ressourcen hat. Puh, das war anstrengend. Das war äußerst anstrengend. Sandbags to fill, taking on more men. I'm listening. Also, wir gehen auf jeden Fall erstmal zurück. Heilen. Repairs done. Ready for action. Heilen. We're receiving replacements. You have orders? Heilen. Engineers ready to redeploy. Heilen. Heilen. What is it? Auch der Big Dude heilen. So, jetzt brauche ich. Ja, du kannst auch heilen. Rifleman reinforced and ready. We'll build it. Multiple enemies spotted. Multiple enemies spotted. Strong, like the sons of Polania. So, jetzt bauen wir eine Verteidigungsanlage. Enemy unit spotted. Die nehmen das wieder zurück ein, aber das macht nichts mehr, wir haben unser Secondary Ziel geschafft. Dann rushen wir die andere gegnerische Base, ignorieren die Ressourcen und ja. Wer war denn jetzt da drin? I never thought we'd be at war. Our mine is lost. What is it?
Hier wird er drin, oder? New defenses are ready. Close the door. Ready to defend. Good. What's next? Auf geht's. Better use cover. Sturmangriff auf die Bastille. Right. Wir nehmen jetzt die andere Base ein, beziehungsweise wir nehmen sie nicht ein, wir machen sie platt. Und dann rushen wir die Hauptbase. Nimm den Zug ein. Ein besonderes Ziel war, den Feindlichen zu zerstören. Du meinst Pläne, die entweder uns als Heroes machen oder uns killen? All the time. On my way. So. Am gefährlichsten sind tatsächlich bisher gewesen die Flammenwerfer-Dudes. Solange ich nicht meinem... Da ist einer. Nee, das ist ein anderer. Ist auch so ein Speer wahrscheinlich. Von der Seite? Gut. Der große Dude, der fehlt die ganze Zeit. Begrüß mal die. Irgendwie, du taugst so nix. Du läufst hier ganz schlecht. Ah, die rennt zurück zur Base. Der ist so schlecht in der Bewegung, der Typ. Okay. Wir nehmen die Eisenmine wieder ein, weil Eisen ist wichtig und so, obwohl wir es nicht brauchen. Aber weniger... Ich weiß nicht, ob die KI richtig spielt und auch mit Ressourcen. Das ist so. All das weiß ich nicht, tatsächlich. Aber mal schauen. Ich muss auf jeden Fall sagen, das Spiel ist zäher vom Spielgefühl, als ich erwartet habe. Es dauert halt dieses Hin und Her, das kenne ich von anderen Spielen, das ist eigentlich nicht sehr angenehm, finde ich persönlich. Ich weiß nicht, wie es ihr findet. Also ich bin jetzt erstmal noch skeptisch. So, weg mit dem Geschütz, Dude. Ja, so ein Mech geht jetzt mal da zurück und kümmert sich darum, hoffentlich. Wir nehmen die Ölpumpe näher. So viel zu, der kümmert sich darum. Ja gut. Hat sich dann erledigt. Ja, aber die kommt zu spät. Vermutlich. Die Taste ist auch ungewohnt. Normalerweise ist es A für mich. So ein Angriffs... Oh, da ist so ein Dude. Nein! So, wir kommen von der Seite anscheinend. Und draufhauen. Der. Was? We lost a Mac? Holy shit, da kommen jetzt einige. So
Ja, rein und alles töten. Das kommen halt von überall die rausgekrochen. Die haben so viele Dudes überall. So, wir machen mal 9. Mach die weg. Der ist weg. Okay. Die haben auch einen riesigen Dude. Panzer zu schnell sein. Ein Anti-Panzer-Panzer. Ja, Rückzug. Wir haben gut hier gewütet, haben hier einiges zerstört, aber jetzt müssen wir leider hier ein bisschen unterstützen. Kann man den einfach wegmachen? Okay, das hat gedauert, tatsächlich. Alles gut. Alles gut mittlerweile. Das ist so dumm, dass sie nicht richtig zurücklaufen. Alle zurück, ich möchte euch alle heilen. Geht nicht so ganz. Am Hauptquartier werden die geheilt. Da müssen sie ran, nicht in der Werkstatt. Gut zu wissen. Standing by. On the way. Grenadiers ready. Right away. Nee, nicht die Grenadiers. Ach, das ist voll echt schlimm mit dem Auswählen von Einheiten hier. So. Wir müssen wieder so eine Baracke hinbauen, weil immerhin sie gibt mir Zeit. Das ist nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht, wenn man Zeit hat. Aber ansonsten haben wir noch irgendwo... Ah, wir haben schon bald keine mehr von den Dudes, die reparieren können. Hm, wir haben nur noch Max. Orders? Die simplen Truppen haben wir auch nicht mehr. Ah, vielleicht... Ich weiß gar nicht, ob sie aus dem Bunker raus auch Granaten werfen. New defenses are ready. So. You name it, we'll build it. Reparieren. So funktioniert es, okay. Ja, sind halt. Ja, genau, Multiple Enemies, da gehen wir jetzt auch rüber. So. Riesige Mech-Armee. Das können wir nicht verhindern, dass sie das einnehmen, aber naja. Ja, brauchen wir aber nicht zwingend. Tatsächlich, nach
nachdem ich das Zeug eingenommen habe, der Gegner kommt jetzt nicht häufig dahin. Das kann jetzt sein, dass es an der vierten Mission liegt. Das ist eher so, ja, lassen wir mal die Leute noch in Ruhe. Noch nicht, dass der Gegner noch relativ ja, passiv agiert. Aber wenn die KI aggressiver wird mit der Zeit, und da bin ich mir sicher, mit Schwierigkeitsgraderhöhung, dann artet es in Stress aus, glaube ich. So viele Punkte zu kontrollieren. Ich kenne es von Heroes noch. Bei Heroes war das auch so ein Stress. Tötet sie, bevor sie wegrennen. Wird wahrscheinlich nichts. Die holen wir uns wieder. Wollte gerade sagen. Kommst du zurück? Du bist echt komisch. Kann sich seinen Feinden schnell nähern. Ist mir noch nicht aufgefallen, dass er sich schnell nähern kann. Der braucht immer am längsten meistens, um irgendwo hinzukommen. The boys seem in good spirits. Vielleicht gibt's eine Taste dafür. Nee. Keep pumping, little pump. How can I help? I'll keep pumping, little pump. Sie hat eine süße Stimme, finde ich. Na gut. Also die Flanke haben wir hier jetzt eigentlich schon freigekämpft. Da waren wir fleißig, das muss ich zugeben. Jetzt haben wir die Sachen nicht eingenommen, aber allen Widerstand hier beseitigt. Wir können die Sachen einnehmen. Vielleicht wird dann noch ein Gegner noch reaktiviert. Die haben dort oben wahrscheinlich noch ein Lager. Die reagieren nicht, ist okay. Okay. Ja, so wäre es okay, wenn die Gegner nur dann aktiv sind, wenn sie auch viele Basen haben, dass man, wenn man immer mehr Basen killt, es umso entspannter wird. Das ist tatsächlich, das Spiel erinnert mich stark an die Heroes-Reihe, Heroes of Might and Magic. Bloß ist es halt ein bisschen aktiver ist und nicht rundenbasiert. Aber ansonsten hier Punkte einnehmen, in Heroes waren es Minen einnehmen. Das war immer der nervigste Teil, immer die Minen hin und her einnehmen und so. Das war tatsächlich nichts, was ich genossen habe. Brauchen wir nicht zwingend. Das wird schon interessanter hier. So, Daten, die Exoskelette. Ja, oh, das ist gut. Der sieht gut aus. Das wäre cool, wenn das die begraben hätte. Nee, wir sollen den Enemy Train zerstören. Wo ist denn der Enemy Train? Destroy the Enemy Train. Da ist ein Hauptquartier. Sollen wir das vielleicht nicht erst zerstören? Mach die weg! Oh ja, das sieht schön aus. Spotted. Frachtzug. Oh, eine verbesserte Kaserne haben sie hier sogar. Machen wir weg. Aber so. Ah. Ja, eigentlich sollten wir sowieso alle eliminieren. Schauen wir mal, haben wir sogar alle eliminiert. Haben wir noch irgendwelche. Dazwischen ist eine Infanterieeinheit.
Er mit dem mehr schweren... der schweren Machine Gun. Schön. I'll get there. Destroy the enemy train. This one, right there. Oh, oh, da, da. Ach, da ist noch eine verbesserte Werkstatt. Ja, die machen wir auch weg. Und die Dudes nehmen die Feldkanone ein. Weil falls wir irgendwas verteidigen müssen, dann sind wir bereit. Oh. Get this thing going. Waffen. System verlassen, weil wir müssen ja das da bemannen. What's next? Primary objective complete. Sehr schön. There it is. Our own beautiful train. Klepatsky, how long to load up and get everything ready? A couple of minutes, sir. Listen up, boys. This station is vital to Roosevelt operations. So expect the enemy to attack with everything they've got. We need to hold out until the train is ready to leave. Then we get the hell out of here. I want a second base right here. And I want fortifications. Go, go, go! Ah, yes, shit, ich hab keine... Ah doch, ich müsste bloß das Ending. Hey, Gade. You did well. You're the best shot I've seen since Yannick. He will be proud. Yeah, maybe. Let's get the train to Kolno. That's the spirit. Come on! We should have had those defenses up yesterday. New primary objective received. Okay, verteidige, bla bla bla. Cannon ready for orders. Von wo kommen denn die Gegner? Ach so, gegnerischer Zug und sowas. Ja, erstmal muss ich hier aussteigen, weil ich brauche eine neue Bay. Halt, ich hätte irgendwo noch eine... Need something done? Ah, da. Der will hier noch ein Hauptquartier, hä? Hey? Bereits anwesend. Why am I wasting time when I could be fighting? Wahrscheinlich will er hier eher ein paar Gebäude haben. Ach, dort oben haben wir ein Hauptquartier jetzt. Okay. Ja, ich habe schon gesehen, dass wir auf einmal einen Trupp mehr haben, aber... tatsächlich haben wir nicht extra Kapazitäten. Multiple enemies spotted. Von da unten. Aber das sind alte Truppen. The enemy is capturing our bomb. How can I help? Harry! No other way! Das sind noch ein paar letzte Überbleibsel von Truppen. Das nicht! Building finished. I'm under attack. Stay focused. Yeah, you're the best, Vojtek. Steady. Angriff. Das sind eher, glaube ich, Überbleibseltruppen hier. Da unten kommen jetzt Gegner. Massiv Truppen. Enemy unit spotted. The enemy is capturing our pump. Enemy unit spotted. Preparing a heavy machine gun. Oh ja, da kommen jetzt einige. What's the plan then? It's just what we need against our... Der Plan ist verteidigt hier. The enemy is taking our mines. Our oil pump is low. More sandbags to fill?
cannon ready to slay Polania's enemies. Hey, ich kann keine... It's a beautiful country. Ich kann nichts machen. Lol, warum ist das nicht... Our mine is lost. Did something break? So. New assembly area. Enemy unit spotted. Got any orders? Da kommen welche. Our mine is lost. Enemy units building finished. How can I help? So. Gegenschlag. Angriff. One of our is now elite. Be there soon. Okay. Die brauchen wir tatsächlich zum Reparieren. It'll be good as new. Here they come. Protect the train by any means necessary. Hang in there. Ja. Kreuzfeuer und alles gut. Der hingegen ist gefährlich. Moment. War da gerade ein Gebäude? Ich hätte gerne einen Timer, wie lange ich überleben muss. Oh shit. Die nehmen jetzt alles ein. Okay, da. Anti-Panzer-Dudes, die müssen wir loswerden. Jetzt kommen sie von da. Was mir jetzt auch fehlt, ist irgendwie patrouillieren. Noch mehr? Wo? Oh. Ja, dort unten ist so ein Posten, aber ansonsten ist es... Ja, die Zeit nutzen wir zum Reparieren. Ich muss mir immer nur aufpassen, dass da kein Flammenwerfer-Dude kommt. Wobei, gegen Panzer... Oh, hier. Nice. Okay. Da links kommen wieder welche, die wollen wieder zur Kaserne mit Sicherheit. Von der anderen Seite kommen sie auch. Ja, jetzt wird halt überall geballert. Der Mac läuft mitten rein. So.
detected. Noch mehr? Genau. Only a couple more minutes, sir. Couple more minutes. Our barracks is under attack. It was just the beginning. Stay sharp. Nicht die. Ah, jetzt greifen sie dort unten an. Ja gut, dort unten. Wow. Our HQ has been destroyed. Das ist der Feind. Das ist der feindliche Zug, den wir töten sollen eigentlich. Mal schauen, vielleicht klappt das ja. Ey! Okay. We've lost the squad. Zug in 3 Minuten bereit. Die kommen aber trotzdem noch von allen Seiten. Der Zug ist weitergegangen. Wow, 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 wow. Also jetzt geht's ein bisschen richtig zur Sache hier. Heiler. Sehr gut, sehr gut. Was macht denn der da drüben? Ah, zu spät. Komm zurück. Gern tatsächlich den zerstören, aber der will wahrscheinlich nicht kommen. So, wir haben ein paar Dudes. Reparieren, reparieren, reparieren. Auf wen wird denn geschossen? Achso, du schießt auf den Wachposten. Jetzt habe ich die Nachricht nicht gelesen. Aber ich glaube, da stand irgendwas von einer Minute oder so. Nicht nur die Enemies. Every shot counts! Ah, ich kann nicht vorrücken und so. Rückzug! Jawohl, wir haben es geschafft. Aber ich würde gerne dort unten noch das kaputt machen, den Zug. Da hätte ich Truppen unten haben müssen zu dem Zeitpunkt. Hätte ich das gewusst? The big boy, big bad boy der Russen.
Und das war's jetzt wert? Hey. Thanks. You saved a lot of lives back there. Doing my best. Do you want to join us? Pavel wants to play his guitar and we need everyone to stop him. Sure. Anna, award. I'll be right there. The boys love their Joan of Arc. The girl that leads Polania to victory. There won't be a victory. Half the country is occupied by Roosevelt, and our fine government thinks talking is going to change that. We can't negotiate with them. We have to take back what is ours. And we can do that? We could, easily. No force can occupy a country when its people do whatever it takes to drive them out. Millions of Polanians rising up. Roosevelt wouldn't stand a chance. I wish more people would see that. They're tired of war. Too many have died. Everyone has lost loved ones. So they'd rather live on their knees? Freedom has a price. We have a dangerous road ahead of us. Don't celebrate too long. Ja, ich kann mir vorstellen, die Story ist echt interessant. Aber das Gameplay, muss ich zugeben, ist für mich sehr nervig. Also ich weiß nicht, ich glaube, das werde ich nicht weiterführen, muss ich zugeben. Das tut mir zwar leid für die Leute, die es interessiert anzuschauen, aber jetzt, wo ich den in Anführungsstrichen auch Wirtschaftsteil gesehen habe, es ist ein anstrengendes Spiel, muss ich zugeben. Es ist kein angenehmes Spiel. Dementsprechend, ich muss es mir überlegen. Aber trotzdem, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.